Das erste Mal seit 60 Jahren ist Italien nicht bei irgendeiner Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Und ich bin jetzt ein bisschen ratlos, weil ich habe mich schon im November mit meinen Kumpels verabredet. Public Viewing, Pizza, alles drum und dran. So, und jetzt sind wir nicht dabei. Gut. Jetzt bin ich in Südbaden und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Fragen wir doch mal die Südbadener, oder? Das war ja immer zwischen Deutschland und Italien so ein Rivalitätskampf und das finde ich schon ein bisschen langweilig, dass es dieses Jahr nicht so ist. Jetzt müssen Sie mir sagen, was soll ich machen, während die WM hier ist? Haben da nicht die Schweden? IKEA hat doch aufgerufen, dass Italiener einstellen zur WM. Doch, doch, ja, stimmt, ja. Jetzt weiß ich möchte nicht darüber reden. Dankeschön. Sind Sie Italiener, oder? Ich glaube, oder? Ah, okay. Ja, dann natürlich trotzdem gucken. Aber für wen soll ich denn sein? Ich meine, wir sind ja nicht dabei. Ja, für die Deutschen. Ja, aber warum? Was hat denn das deutsche Team, was die Italiener jetzt nicht hatten zum Beispiel? Uns als Fans. Okay, okay, nehme ich in Kauf. Guck mal im Internet, Wiederholung von 2014 und dann siehst du, was sie können. So, oder? Dann bin ich für Deutschland, aber Sie tragen dann weiterhin meinen Italien-Schal. Ja, kein Problem. Wenn es nicht so warm wäre, wäre es kein Problem. Wir stehen jetzt hier vom Autoscooter. Autoscooter kennt man ja, das sind so diese Wägelchen mit den ganzen Fahnen. Gehen wir mal die Flaggen ganz kurz durch, einfach nur so, weil wir es können. Wir haben Kanada dabei, wir haben Finnland dabei. Jugoslawien ist dabei. Ich meine, Jugoslawien gibt's halt nicht mehr. Spanien, Griechenland ist dabei. Zweimal Schweden, mein Lieblingsland. Aber Italien. Italien ist nicht dabei. Uns haben sie rausgenommen. Einfach so. So langsam wird's Zeit, ne? Jetzt müssen wir mal die Italiener hier in Südbaden fragen, was sie eigentlich während der WM machen, weil, ja, wir haben es nicht geschafft, wir wissen es alle. Aber irgendwie müssen wir uns ja trotzdem beschäftigen, oder? Das Problem ist, ich finde hier gar keine. Lass mal suchen gehen. Buongiorno Alessandro, du musst mir jetzt helfen. Was machen wir Italiener jetzt, wo die WM vor der Tür steht? Was machen wir dazwischen? Es ist eine harte Zeit auf jeden Fall, die auf uns zukommt. Natürlich werden wir hoffen, mit unseren deutschen Freunden mitzufeiern. Die Rivalität ist ziemlich groß, Deutschland-Italien, weil es waren immer die besten Spiele, Deutschland-Italien. Und ja, jetzt einfach mal schauen, was passiert. Hallo Mattia, erste Frage kurz und knapp. Wie kann es sein, dass unsere Nationalmannschaft es nicht geschafft hat, zu Hause bleibt und nicht zur WM fährt? Wir sind Strolche. Nein, ich weiß es nicht. Es ist schlecht gelaufen für uns. Wir haben dieses Jahr einfach Pech gehabt. Und was sollen wir Italiener diesen Sommer deiner Meinung nach machen? Also zuerst trinken wir hier in Deutschland ganz viel Bier und dann feuern wir Deutschland an. Was sollen wir denn sonst machen? Egal ob wir dabei sind oder nicht dieses Jahr, sempre, comunque, Forza Azzurri. So, ich bin jetzt bei meiner Lieblingseisdiele hier in Freiburg und ich habe mir jetzt den Christian rausgesucht. Der Christian, der verkauft hier Eis en masse, ein nach dem anderen. Ciao Christian. Ciao. Ich denke, dass ich für Peru sein werde, weil es eine Außenseitemannschaft ist. Mir gefallen die großen Mannschaften nicht, ich bin eher für die kleineren. Da muss ich sagen, Forza Peru. Und was werde ich machen? Du wirst kommen und dir ein Eis kaufen, vielleicht sogar ein Bier. Dann schauen wir die WM zusammen. Sempre comunque, Forza Azzurri. Ich bin jetzt hier in der Markthalle in Freiburg. Hier in der Pizzeria, wo sich noch mehr Italiener versteckt haben. Hier bei Pepe zum Beispiel. Und mit Pepe spreche ich jetzt auch drüber. Warum sind wir denn eigentlich für Deutschland? Ja, zuerst mal, weil wir hier zu Gast in diesem Land sind. Und außerdem ist da noch Herr Löw, der genau wie wir aus Südbaden kommt. Und deshalb müssen wir für Deutschland sein. Und was macht Mancini jetzt aus uns? Ich glaube, dass Mancini die Mannschaft wieder hinbekommt. Vor allem ist er Trainer bei meinem Lieblingsclub gewesen, Inter Mailand. Un allenatore della squadra dove ti favo io, Inter, dove ti favo ancora io, Inter. Also ich bin für Juventus. Na dann, alles Gute. Völlig egal, ob wir jetzt dabei sind oder nicht. Sempre comunque, Forza Azzurri.